So, und jetzt fangen wir gleich mal damit an. Und zwar ganz schnell das Prinzip erklärt. Eine Gleichung ist wie eine Waage. Wenn die beiden Waagebalken Gleichstand haben, dann könnte man mathematisch auch sagen, das ist gleich. Ich habe hier zwei grüne, hier zwei grüne Kugeln. Und das heißt erstmal 2 ist gleich 2. Jetzt kommt was Neues. Ich tue auf beiden Seiten eine Kugel dazu. Na ja, gut, dann sage ich hier plus eine plus, und hier auch eine dazu, macht insgesamt 3. Wie das dann aussieht, man sagt jetzt, und jetzt kommt ein neuer Begriff, das Ding hier, das hier. Das ist der sogenannte Regiestrich. Regie heißt regieren, also etwas anweisen. Regiestrich. Den Regiestrich, den macht man senkrecht, nicht schräg oder sonst wie. So. Und sagt, hier, das Grüne steht original da. 2 ist gleich 2. Dann mache ich einen Regiestrich und sage, was ich auf der nächsten Zeile machen will. Man sagt auch dazu Äquivalenzumformung. Äquivalenz, das Gleiche, und Valenz, die Gültigkeit. Also das Gleiche auf beiden Seiten machen, sodass es auf beiden Seiten gültig ist. Ich habe das hier mir vorgenommen, muss dann leider nochmal hinschreiben, aber ein bisschen mehr Schreiberei und ich brauche mein Gehirn nicht so zu belasten. Dann steht hier 2, jetzt kommt plus 1, was ich mir vorgenommen habe. Und das fasse ich dann, das kann man ruhig was dahinter schreiben, zusammenfassen. Fasse ich dann zusammen und habe 3 ist gleich 3. Wozu nützt uns das? Das geht jetzt so. Und zwar, nehmen wir mal an, wir haben in der ersten Klasse hatten wir solche Sachen wie Kästchen plus 3 ist gleich 5. Naja gut, jetzt mittlerweile sagen wir x plus 3 ist gleich 5. Wir haben also eine Aufgabe, ich zeige das jetzt erstmal nur an ganz einfachen Aufgaben, eine Aufgabe und Ziel ist, dass da steht, x ist gleich irgendein Wert. Jetzt machen wir das mal mit dieser Äquivalenzumformung. Ich schreibe mal hin, was ich machen muss. Und zwar, ich sage, das x soll später alleine stehen, also muss alles, was nicht x heißt, muss weg. Und was heißt hier nicht x? Na, plus 6. Gegenteil von plus 6 heißt minus 6. Und das mache ich jetzt auf beiden Seiten. Achtung, jetzt kommt dieser dumme Schritt mit dem Abschreiben. Den werdet ihr euch später sparen können. X plus 6 hinschreiben, ein bisschen Platz lassen und 18. So, und jetzt mache ich es nochmal in Blau zum Zeigen. Also minus 6, minus 6. Das Schicke ist an der ganzen Sache, das hier hat sich aufgehoben, denn 6 und minus 6 ist nichts mehr. X bleibt alleine stehen. Links ist das Ziel erreicht. Und hier kann ich noch sagen, zusammenfassen, ne? Zusammenfassen, ich fasse also zusammen, 18 minus 6 ist 12. Und schon habe ich das echte Ergebnis. Jetzt sagt ihr, na, bei diesem Pillepalle, das ist viel zu leicht. Ja, glaube ich. Schon. Aber ein bisschen mehr schreiben und das Gehirn ist entlastet. Machen wir das mal hier. Das geht auch mit Minus, mit Mal, mit Wurzeln sogar und und. Aber jetzt machen wir es erstmal mit den Grundrechenarten. Ich sage, okay, x soll später alleine stehen. Wer heißt nicht x? Fragt euch immer, wer heißt nicht x? Na, minus 8, okay. Gegenteil von minus 8 ist plus 8. Erstmal hinschreiben. Gehirn ist frei. Abschreiben den Kram. X minus 8 ist gleich. Und das muss man sich angewöhnen. 11. Nochmal abschreiben. Später lasst ihr diese Zeile hier, die lasst ihr weg. So, jetzt kommt das Schicke dabei. Ich sage auf beiden Seiten plus 8. Mal an die Waage denken. Auf beiden Seiten das machen, dann bleibt auch das gleiche Zeichen erhalten. So, und jetzt fasse ich wieder zusammen. Das werde ich mir später sparen, diese Zeile, aber jetzt machen wir es nochmal. Also, x minus 8 plus 8 ist nichts mehr. X steht alleine und 11 plus 8 ist 19. Das gleiche geht auch, machen wir es gleich mal hier. X mal 5 ist 25. Jetzt sagt ihr wieder, Gegenteil von mal 5, denn mal 5 stört. Ne, was stört? Durch 5. Und jetzt machen wir es mal gleich in Profi-Schreibweise. Also x mal 5 abschreiben ist gleich 25. Und jetzt kommt es. Durch 5 Profis teilen mit einem Bruchstrich. Warum? Werdet ihr gleich sehen. Jetzt kommt das Schickste an der ganzen Sache. Wir kürzen. Wir kürzen mal. Ich kürze mal mit grün. 5 und 5 gehen beide durch 5. Bleibt eine 1 übrig. Einmal etwas bleibt etwas. Also das heißt, hier auf der Seite bleibt das x stehen. Und 25 durch 5, das könnte ich auch kürzen, muss ich nicht, ist 5. Sieht man. Wie das dann mit Brüchen weitergeht, alles in den späteren Videos. Gucken wir uns diese Sache mal hier an. Geht eigentlich genauso. Was stört? Plus 7, also minus 7. Abschreiben, x plus 7 ist gleich 13. Jetzt machen. Was habe ich gesagt? Minus 7. Gut, minus 7. Man kann sich das sogar schön merken. Man braucht sich gar nicht zu merken. Das steht ja schon da. Zusammenfassen. Hier bleibt nur noch x. Und hier ist 6. Fertig. Nächste. Hier steht x durch 6. Ich sagte ja, die Profis schreiben das durch, wenn sie nur können. So auf diese Art. Also, was stört denn? Durch 6 stört, Gegenteil, mal 6.
Jetzt werden wir das gleich wieder sehen. X durch 6 ist gleich 7. Ich schreibe das mal schon ein bisschen höher, weil ich ja mal 6, jetzt kann ich einen Bruchstrich verlängern, mal 6, wunderschön. Ich kann kürzen, hatte ich gesagt, in grün, ja. Durch 6, durch 6, logisch, hier auf der Seite. Das lässt man dann weg. X ist gleich 42. Schön. Machen wir mal noch einen. Ich mache das letzte Beispiel, das mache ich mal hier dieses. X durch 6 ist gleich 7. Das mache ich mal ein bisschen kürzer. Schreiben wir es mal hin. X durch 6 ist 7. Ich sage okay, jetzt mache ich das mal nicht bunt. Durch 6 stört mal 6. Hier, das spare ich mir, wird sowieso x alleine stehen. Und 7 mal 6 ist 42. Ne? So, das war bis dahin nichts Besonderes. Dieses Prinzip habe ich ein bisschen länger gemacht. Ihr werdet sehen, macht die Aufgaben selber nochmal. Und zwar in dem nächsten Video. Hier werden dann die Links erscheinen. Hier oben sind zum Beispiel, hatte ich ja schon mal dargestellt, wer will es ausführlicher? Wer will es ausführlicher, der hat hier wahrscheinlich dann den Link verpasst zum anderen Video, wo das ausführlicher nochmal erklärt wurde. Aber ich weiß nicht, ob ihr das braucht. Werden wir sehen. Wünsche mit äußern, einfach bewerten und naja, wer Abonnement hat, der weiß, wann das nächste Video kommt. Ich mache jetzt gleich ein Übungsvideo für euch, damit ihr das Prinzip nochmal nacharbeiten könnt. Und das ist eigentlich nur Schreiberei. Mathe ist sowieso bloß hinschreiben. Ich wünsche euch viel Freude.